Jeden Tag seine Tendenzen. Ich weiß, dass Nick seine Tendenzen hat, aber hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Force. Ich bin der Neonatore und heute zu einer weiteren Folge Grid. Mit dabei der Nick, der Neonatore, der Panus und Special Guest Bonnie. Er lernt es nicht. Conny ist nicht mehr. Er wird es auch nie lernen. Er wird es nie lernen. Oh, jawoll. Gerade perfekt. Ja, du wolltest sagen, der mit dem fetten Ding. Ja, welchem fetten Ding? Fettes Auge oder was? Oder fettes Ding? Oh, scheiße. Ey, können wir das nicht löschen, Neo? Ich will wieder nett sein. Nö. Komm, lass mich ein. Gelöscht. Bitte, vergiss es. Ich will nochmal einen Versuch haben. Nee. Ich kann gerade nicht einladen, weil das Rennen schon startet, ja, Delta. Und nee, ich lösche nichts. Let's Play ist spontan und improvisativ, oder wie heißt das Scheißwort? Ja, das Scheißwort hat, ne? Was? Ihr habt schon heute so viel reingebechert, es ist auch scheißegal, oder? Meine Güte. Naja. Ja, also. Du wirst dich schon morgen nicht mehr dran erinnern, was heute alles passiert ist. Alles nur eine Illusion. Ja, wir sind nicht mal wirklich betrunken. Ich zumindest nicht. Noch geschafft, ey. Leck mir Marsch. Ach, ich schicke euch noch eine Flasche Chivas. Heilige Scheiße. Oh, Nick ist weg, oder wie? Nein, ich bin wieder da. Okay, hi Nick übrigens, der ist auch da. Achso, ich könnte ja Session beitreten, oder? Nee. Nee, kannst du nicht. Ich glaube nicht, dass es geht. Ich will mitspielen. Auch jetzt habe ich wieder einen Franzosen vor mir. Das muss doch nicht sein. Mit einem Kettehem. Wer fährt denn hier? Du oder? Ja, jetzt fahre ich. Was? Ist Conny auch? Ist Conny auch gefahren? Ja, es ist vorhin gefahren, eine kleine Runde. Und hast du gewonnen? Ne. S4. Ja, was lässt du dir auch bei S4 fahren? Ey, der Skyliner sollte sie ihr in die Hände drücken. Da macht ich wollte, den habe ich ja noch nicht. Die wollte fahren. Geiler, ich find's auch so krass, wie Delle das sagt. Was das denn? Ist denn sonst ein Skyline, oder was? Ja, Skyline, nicht Skyliner. Nissan Skyline. Nissan, gelehnt. Ist ein Akzent. Wie heißt du? Wie heißt du? Du, wie heißt du? Sag der Panos, wie heißt du? Na, Panos heißt er. Panos, richtig? Ja, und ich nenne dich Panots mit 3Z. Wo ist das Problem? Ich find's auch so krass, da schreibst du doch in der Folge Panots Lande mit 3Z. Hat überschritten. Tja. Alter! Lass mich hier nicht in Ruhe. Wow! Und schon wieder! Die sehen Sie in der nächsten Folge. Bleiben Sie dran! Es wird spannend! Alter, hör auf mich zu rammen! Oder auch nicht! Alter! Es könnte auch ein Trauerspiel werden! Alter, ich hab grad Kettenhemd platt gemacht, ey! Alter! Meine Karre sieht aber auch nicht mehr so schön aus. Warum ist da mein Symbol gelb? Ich hab doch niemanden gerammt. Oh doch. Du rammst immer. Was? Ja, du bist ein Rammler. Ich ramme? Ja, du bist ein Rammler. Ja, genau wie letztens. Ich, Panos und Snickers anfahren und auf einmal crasht mir Panos hinten rein und schreit: Delta, was machst du? Der muss Platz machen für den Boss. Für den Boss! Guter Witz, Panos, guter Witz! Der Mafia-Boss, entschuldigen Sie mich, Alter. Ach, jetzt wäre auch noch gedreht hier, wie sonst was soll. Meint er, er ist ein Boss. Okay. Die Koffer. Die Koffer echt nicht nehmen sollen. Ja, wir kommen da angeschossen. Ja, what the fuck? Die fahren alle wie sonst was. Als wenn sie alle besoffen wären, ohne Witz. Ja, auf jeden Fall. Ohne Rücksicht auf Verluste. Wird einfach reingedonnert. Ja, ganz wie. Und dann heute rum, oh, ich hab nicht gewonnen. Oder wie genau! Wie Panots. Wie Panots, genau.
ganz ehrlich, Junge. Alter, dieser Ariel Atom hinter mir, ey. Das kann man am Marsch legen, Junge. Ja. Ich brauch noch 70.000, dann habe ich den auch, den Ariel Atom. Ja, jetzt musst du wieder zurücksetzen, welcher Ariel Atom hier, verdammte. Nix da. Und hier fährt der Mad Benz wieder. Ja, ich hab ja keine Spoiler-Pass irgendwie gar nicht. Ich tu Kohle ausgeben. Okay. Oder auch nicht. Dann kann ich mir den Ariel Atom nicht kaufen. Wie lange geht eure Runde noch? 4 Sekunden. Schaff's eh nicht ins Ziel, ey. So typisch. Amerikaner, oder? Was? Die Pommes. Die Pommes, ja. Gute Frage. Ich brauche auch die Amis. Ich glaube auch die Amis. Ich will ja Conny nicht, wie sagt man, auf den Sack gehen. Ich will sie ja nicht belästigen. Ich will ja nicht böse sein, aber die angebrachte Frage in ein Let's Play wäre, wer hat den Dildo heraus entwickelt? Das waren die Franzosen, ne? Die haben es ja so mit dem Sex. Aber nur die Frauen, weil die Franzosen selber, die männlichen, okay, das soll jetzt keine Beleidigung sein. Ja. In welchem Land werden die meisten Sexspielzeuge verkauft? Japan. Frankreich und Japan, ne? Glaub schon. Ja, auf SM und allen. No. Ja, also in Japan gibt es um einiges mehr als nur das Bandage. Alles funktionieren in der Lobby, ey. Ey! Leute. Ja. Habt ihr Bock, morgen Quest-Duell hier auf TS3 zu spielen? Wir gehen jetzt alle hier raus, weil der Delta kann nicht beitreten, so, ne? Delta, hast du Quest-Duell? Nein. Nick rausgehen. Danke. Achso, ich dachte, auf dem Handy spielen wir jetzt alle Quest-Duell, oder was? Nein, ich bin Günther Jauch und ich stelle die Frage. Na, so sieht's doch aus, Delta. Ey. 3 gegen Delta, 4 gegen Delta, was auch immer. Sollen wir dann machen? Ja, okay, geh da von einmal. Mir aus. Ja? Ich stelle heute ein paar Fragen auf. Und dann sehen wir, wer der Klügste bei Let's Play Force ist. Oh ja, das ist immer so Ansichtssache, ne? Allgemeinwissen, es kommt auf die Themenwahl. Ja. Ich werde von ein bisschen von alles nehmen. Mit Politik kann es mich jagen. Ich weiß nichts davon, weil mich das null interessiert. Aber ja, ich auch nicht. Aber das wird meistens zu Allgemeinwissen gezählt. Ja, gerade Politik. Ich weiß nicht warum. Ja, das geht den meisten eigentlich am Arsch vorbei. Ja, richtig. Aber das zählen die meisten immer zu Allgemeinwissen, das fragen sie auch immer. Mein Lehrer scheißt uns immer an. Ja, das ist Allgemeinwissen, das müsst ihr wissen. Ja, richtig. Leute. Frage mich über Games oder so. Ich will ja ganz kurz mal was sagen hier, aber wir nehmen gerade auf, falls ihr das nicht mitbekommt, und ich würde gerne Rennen fahren und ein bisschen was vom Spiel zeigen. Vergiss es. Ja, ich bin drinne. Ich warte nur auf euch. Ja. Bei wie viel bist du schon? Aufnahme? Ja, jetzt gerade in der knappen 9. Minute bald. Okay. Duelles 4. Und ich trete gegen Kulmitz auf. An. Ah, ne, S4, nein! Honda gegen Honda. Ja, aber trotzdem, Honda gegen ich kann nicht fahren mit den Honda. Ja, ich schon, irgendwie. Ja, toll. DLC-Noob gegen mich, ne? Der ungepimpt McLaren. MP4. Ja, aber der ist auch ungepimpt. Ja, trotzdem ist ein DLC-Noob. Ja, aber der ist nicht schneller. Nicht wirklich. Jetzt kommt es auf deinen Skill an, Neo. Ja, liegt aber ein bisschen besser in der Kurve, was ich weiß. Die Erfahrung hast du. Ja doch, ist ausgeglichen. Na, aber der rutscht auch gerne mal weg. Ja. Sehr gerne. Ja, aber trotzdem. Bin gespannt. Ja, die Erfahrung hast du. Weiß. Also, hau rein. Ist es Togo oder Duell? Duell. Panos, oh, gegen wen fährst du? Nika. Gegen Nick? Nika. Okay, wir wissen schon, wie das Duell ausgehen wird. Selbst Conny weiß schon. Höchstwahrscheinlich. Ja, aber muss nicht. Höchstwahrscheinlich, es ist so. Nee, Nick macht auch manchmal. Hat auch manchmal ein paar Zauler so. Ach was. Ja. Beheblichkeit, ich sag doch gar nichts.
prall ich jetzt hier mit Panos, ich mach dich fertig. Panos, du musst bremsen, du musst mich vorlassen. Ich bin in der Innenkurve. Ja, ich war in der Innenkurve, das ist eigentlich so... Ist klar. Wäre er in der Innenkurve gewesen, hätte ich auch gebremst. Gut, das, was du mir gesagt hast. Was ist nun mal so, damit man den anderen nicht reinfährt. So fährt man auch ordentlich halt, ne? Ja, Panos, da sollte man auch bremsen. Alter. Weil man sonst in die Wand reinfährt. Das solltest du mittlerweile wissen. Alter, komm, die Kurven sind ja ein bisschen spannender. Ziemlich krank. Okay, mein Gegner hat anscheinend aufgegeben und er könnte aber trotzdem noch gewinnen, weil ich einfach scheiße gerade fahre. Ah, nee, der hat aufgegeben. Schade irgendwie, ne? Ah, nee, ich will ja noch ins Ziel kommen. Oh, Nick hat sich zurückgesetzt. Ja, weil ich da die Bande schön geknuscht habe. Genau an der Kurve. Oh, Nick, bremst bitte, ist so langweilig. Ich bremse die ganze Zeit, um in die Kurve Alter, zu kommen. Alter, wie die Schilder hier umfliegen, die fallen ja, einfach da auf die Straße, gerade, das ist mir nicht mehr egal. Bei dir ja ein bisschen schwierig. Wow, Alter, wie hab ich das gemacht? Also wenn ihr das seht, fragt euch nicht, was ich hier aufführe. Das ist ein bisschen derbe, wie ich gerade fahre. Berg hochquälen. Er hat drei schon wieder. Wie oft soll das doch passieren? Diese R3, was bringt mir R3? Guck ich nach hinten. Ja, ich weiß. Er ist doof. Da hat sich ein Bugatti anscheinend an der Wand geknutscht. Ha. Es sind lauter Teile auf meiner Strecke von euch. Also meiner ist noch relativ ganz. Also bei Panos kann nicht ganz sein. Nein, bei mir sind noch alle Teile dran, vielleicht nur... Bei mir lag eine Stoßstange, das war blau. Meines blauer ist Bugatti. Meine Stoßstange ist nicht. Wir haben blau, silberne Matte. Wie schaffe ich das heute, ey? Ich fahre eigentlich ganz sauber. Alter, ich fahr grad so bescheuert. Ecke schon am Ziel. Ja. Alter, da komme ich eh nicht mehr ans Ziel, ne? Danke, Nick. Kein Ding. Erstmal Delta zuschauen, wenn ich auch am Ziel bin. Ich bin gleich am Ziel und du noch. Ja, aber du kannst gut um die Kurven driften mit dem Ding, ne? Ja. Wie schlecht ich bin hier, ey. Später. Später. Mach halt selber Let's Plays. Panos? Ja. Du hast da 2,25 und ich 2,28. Und ich hab's nicht mal ins Ziel geschafft. Und du hattest einen Bugatti. Alter. Alter, wie viel denn das für eine Scham? Das macht mir voll die Motivation hier! Nur 3 Leute sind ins Ziel gekommen, ohne schlecht. Alter. Nee, ich check selber nicht, warum ich gerade hinten angelistet war. Was ist passiert? Warum ist Neo nicht DNF? Doch, ist er doch. Ich bin DNF. Was bedeutet denn DNF? Did not finish. Also, okay. Hat nicht zu Ende gefahren. Hat es nicht geschafft. Zeichen das? Ja, wenn ich das nicht wusste, Junge. Kann man das essen? Du tust grad so, als ob ich Panos wäre und voll bescheuert. Ja, aber auch du so richtig so mit Bewusstsein, oh. Warum hat er denn nicht DNF? Was heißt denn das überhaupt? Nee. Erstmal rummeckern, warum hat er kein DNF? Nein! Ohne zu wissen. Ich hab's falsch formuliert. Ich meinte, Leo hat sich ja nicht überschlagen oder so. Hm? Er ist ja nicht kaputt gegangen. Ja, ich hab. Ist egal. Scheiß die Wand an. Ich hab's da. Delta. Jetzt mal für Dummes erklärt. Wenn Nick als erster durchs Ziel schafft, haben alle anderen 30 Sekunden Zeit, dass sie ins Ziel kommen. Ja, ich weiß das. Ansonsten sind sie DNF. Drift, was nehmen wir? Corvette oder Mazda? Nick? Mazda? Mazda? Das ist 3. Ja, Corvette oder Mazda? Das ist RX-7. Wir nehmen die Mazda. Mazda! Zu spät, Conny. Ich hätte Ariel Atom genommen oder Caterham. Weiß nicht mal, welche Strecke, verdammt. Das ist Drift. Ja, aber welche Strecke? Was ist das Ding? Hoffentlich ist das keine japanische. Oh nein! Die sind immer so eng, da hätte ich lieber die Corvette genommen, ey. Oh, schön eng, ha? Huh? Ah, verstehe. Der ist ein Zürcher dafür. Nee, der schwärmt noch von seiner
Wir dürfen leider keinen Namen nennen. Das wäre jetzt unfair, wenn wir Rebecca sagen. Mann, aber wir haben ja, ja, aber komm, sie kann ja nicht das wissen, so dass fies, wenn sie es ist. Durch Zufall dieses Video sieht mit ihren Namen hört. Armer Griechen. Es gibt ja so viele, die Rebecca heißen. Aber ich glaube, wir würden, ja, aber kaum also, welche die Paare. Also, wenn diese eine Person das sehen würde, sie würde sich sofort auskennen, ne? Ja, gerade wegen Panos, ne? Also, ich glaube, so viele. Ja, griechischen Panos gibt es ja nicht, ne, in Deutschland. Nicht so viele. Also, wollt ihr mich jetzt verarschen? Das wäre so witzig. Ich glaube, von Panos im Video nie wieder was hören. Nee, komm, lass den Jungen in Ruhe. Nee. Nein, ich finde das. Ich finde das schon ganz okay, dass man von Mädels schwärmt in dem Alter. Ich meine. Ja, ist ja ganz normal, ne? Ja, eigentlich schon. Irgendwie süß, oder? Boah, Alter! Ja. Voll putzig und so. Nuckelig, ja, genau. Alter, da gleich bekommst du von mir auch noch eine. Muss er noch dominant sein? Ich bin keine 14 mehr. 15! 15! Das sag ich ihm so offen, ne? Welcher Wichser hat die Schilder hier umgefahren, ey? Ich glaube, ich hab nur eins mitgenommen, wenn ich mich nicht irre. Dafür habe ich zwei mitgenommen. Aber erstmal schön die Kurve versaut. Könnte der Delta dieses Rennen noch gewinnen? Oh. Nein. Nein, kann er nicht. Weil der Delta aber nichts kann. Gewinnt das Rennen aber auch nicht. Ihr seid schon so solche Wichsers und Delta erst recht. Alter. Unglaublich. Warum sind wir Wichsers? Ach, na, komm. Unglaublich. Alter, so schlecht. Einfach so schlecht gerade, ey. Was? Weil Panos einfach nur Schwarzmagie anwendet. Ja. Sonst kann er nichts. Gestartet ist, oder? Ja, das glaube ich als erster gestartet, oder? Nein. Dann hat er hinter mir. In der langen Kurve, ja. Dann hat er keinen vor sich in der langen Kurve. Doch, auch in der ersten Kurve die scheiß Schilder, weißt du? Alle beide durchsichtig. Scheiß Schilder haben auch nicht blockiert. Du siehst. So, jetzt zacken wir noch ein bisschen Kohle ein und dann haben wir schon wieder mal geschafft hier, ey. Glaub's ja gar nicht. Vielleicht ja nie wieder verzeihen, ich hör's dir. Was denn? Meinst du mich? Nee, ich hab noch nichts gemacht. Ja. Überleg mal scharf, ne? Ich? Ey, was soll ich überlegen? Ich kann mir das Let's Play anschauen, aber. Guck mal, wie schnell das Mikro stumm war. So ein blitzschneller Reflex, zack, Mikro stumm. Ja, das sind Vaterreflexe, ne? Oder Zucker. Ja, ich hab die Türe ja schon gehört. Naja, also dann, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ich darf auch Tschüss sagen. Bye. Tschüss.